Im Kulturzentrum Gasteig HP8 hat auch die Münchner Volkshochschule ihre Räume. Joyce Moore wird dort heute Fotos entwickeln. Die sind bis jetzt noch auf dem Film in ihrer Kamera. Bist du gespannt, was drauf ist? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich bin eigentlich auch auf den Prozess gespannt. Also das Entwickeln selbst macht eigentlich auch ziemlich viel Spaß. Im vergangenen Winter hat Joyce hier einen Kurs für Analogfotografie besucht. Bei Gérard Plenet. Der ist hauptberuflich Fotograf und seit über 20 Jahren auch als Dozent an der Volkshochschule tätig. Die analoge Fotografie ist eines seiner Spezialgebiete und erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Das ist ein totaler Trend. Auf der einen Seite sind es sehr viele junge Leute, die das entdecken, die völlig enthusiastisch sind, weil das irgendwie ganz neu in ihrem Leben ist. Es ist Handarbeit, es ist etwas, was so weit weg ist von dem digitalen Fotografieren mit dem Smartphone oder sowas, dass es eigentlich ein ganz neues Erlebnis ist. Und die anderen sind sehr viele Leute, auch die das früher schon mal gemacht haben und das wieder mal erleben wollen. In einer Dose, die regelmäßig gewendet werden muss, damit sich alles gut durchmischt, wird mithilfe chemischer Flüssigkeiten der Film entwickelt und fixiert. Nach einer halben Stunde sind die Negative fertig. Ist was drauf? Jetzt ist was drauf. Man sieht auf jeden Fall schon die Motive. Lass sie noch ein bisschen drin liegen. Nur dunkel. Die Bilder auf dem Film hat Joyce schon eine Woche zuvor fotografiert. Und zwar mit einer rund 25 Jahre alten Canon, ein Erbstück der Oma einer Freundin. Seit einem guten halben Jahr beschäftigt sich Joyce Moore mit der Analogfotografie und ist fasziniert von ihrer besonderen Ästhetik. Für mich macht eigentlich einen entscheidenden Unterschied aus, dass ich den Eindruck habe, in der analogen Fotografie ist mehr Struktur am Ende in dem Endprodukt, das ich sozusagen darin erkenne im Vergleich zur digitalen Fotografie. Die ist sehr viel glatter im Vergleich dazu. Und damit auch langweiliger? Es hat eine andere Ästhetik, die ich vielleicht nicht so aufregend finde, ja. Architektur fotografiert Joyce besonders gern. Den Münchner Olympiapark hat sie sich schon lange vorgenommen. Heute ist es soweit. Also hier, finde ich, sieht man ganz interessant, wie die Struktur des Dachs aus verschiedenen Richtungen zusammenläuft. Ich sehe es, aber ich weiß auch, es ist jetzt für mich gerade nicht so einfach, genau das zu treffen. Ich stehe ja relativ vorne und das ist eine Architektur, die geht nach oben. Und das ist nicht immer so einfach, dann diesen Ausschnitt so zu finden, aber ich versuche es jetzt sozusagen aus dieser Sicht, mal diese Überlagerung, die ich jetzt gerade in dem Dach sehe. Gucken wir mal, ob es klappt. Das Gemeine ist, du kannst jetzt hier auch nicht nachprüfen, wie das Foto aussieht. Genau. Das ist aber auch ganz schön daran, finde ich. Also Ich finde es auch angenehm, weil ich kann es dann auch zur Seite legen, also sozusagen gedanklich. Ich habe es jetzt einfach einmal fotografiert und ich muss jetzt nicht überlegen, war es gut, und ich muss es auch nicht gleich bewerten. Das finde ich eigentlich bei digitaler Fotografie manchmal auch interessant, dass man ja gleich bewertet und denkt, nee, ist nicht gut. Aber wenn man das so als privates Hobby macht, dann kann man auch einfach sagen, es muss jetzt nicht perfekt sein, es ist in Ordnung und keine Ahnung, in 3 Tagen gucke ich mal, was dabei drauf war. Die Reflexion finde ich ganz interessant. Bisschen störend ist die Baustelle davor. Der Film hat nur 36 Bilder und die sind kostbar. Joyce entscheidet sich gegen das Motiv. Das spielt auf jeden Fall eine Rolle, ja, dass ich bewusster darüber nachdenke, was ich dann wirklich letzten Endes auswähle. Und manchmal versuche ich etwas und dann sehe ich, es gelingt mir jetzt gerade nicht. Dann entscheide ich mich auch manchmal dagegen und suche vielleicht noch mal einen anderen Ort. Nach dem Siegeszug des Digitalen erlebt die analoge Fotografie derzeit ein überraschendes Comeback. Die totgesagte Technik ist plötzlich wieder hip. Und so ist das Fotogeschäft von Gérard Wiener in der Münchner Landwehrstraße heute ein Mekka für Analogfans. Der 84-Jährige hat Apparate im Sortiment, die wieder heiß begehrt sind. Viele davon hat er den Vorbesitzern abgekauft oder auch geschenkt bekommen. Joyce interessiert sich für diese Mittelformatkamera aus den 1950er Jahren. Hier muss ein Lauf machen, ja. So. Und der Film kommt da. Nostalgie und Zeitlosigkeit
gehen hier Hand in Hand. Was glauben Sie, fasziniert denn die Leute wieder daran? Was bietet das? Das ist nicht so einfach. Vielleicht sie mögt ein bisschen Schwierigkeit haben zum Fotografieren. Das ist, ein Film zum Einlegen in der Kamera ist nicht so einfach. Muss man ungefähr wissen. Das heißt, Sie meinen, die Leute wollen diese Schwierigkeit wieder haben? Ja, genau, ja. Digital ist einfach. Er sagt, wenn ich 2000 Bilder mache, ja, und 5 Bilder sind okay. So sagen die Leute. Mit analog, ein Film so toll, sie muss jedes Bild denken. Jedes Bild denken. Vor dem Abdrücken genau überlegen, ob das Motiv, das kostbare Foto auf dem Film auch wert ist. Und damit Entschleunigung in diesen immer schnelleren Zeiten. Das fasziniert auch Joyce Moore an dieser Art des Fotografierens. Mit ihrer Tour durchs Olympiagelände ist sie für heute fertig. Hat Spaß gemacht. Ich finde, es gab interessante Motive und Ausschnitte. Ja, ich fand's gut. Mal gucken, wie die Ergebnisse sind. 5 Tage später in der Dunkelkammer der VHS. Von den Negativen werden Joyce Moore und Gérard Plenet nun ausgewählte Motive als positive vergrößern. Dafür muss es dunkel sein. Okay, bist du soweit? Mhm. Ja. Dann schalten wir das Licht aus. Okay? Ja. Okay. Das Fotopapier ist belichtet und muss ins Entwicklerbad. Die Wanne hat Gérard Plenet schon für Joyce vorbereitet. Durch eine chemische Reaktion wird das Motiv dort nun endlich sichtbar. Wie ist denn der Moment für dich? Das ist ein magischer Moment, weil auf einmal aus dem Nichts heraus ein Motiv erscheint. Also man hat vorher ein weißes Papier und jetzt sieht man das, was man fotografisch abgelichtet hat. Ja, es ist einfach Wahnsinn, dass nach so vielen Jahren ist das für mich immer noch ein faszinierender Moment, wenn das Bild da erscheint im Entwicklerbad. Das ist grandios. Ich finde, es kommt ganz gut raus. Also ich erinnere mich an den Moment, an dem wir da standen, darüber gesprochen haben. Ich finde, das zeichnet sich jetzt ganz gut auf dem Motiv ab. Das Motiv mit dem Zeltdach war Joyce wegen seiner Überschneidungen und Linien besonders wichtig. Ist sie zufrieden? Ich finde es nicht schlecht geworden. Als ich davor stand, hat es mir noch mehr zugesagt. Und ich glaube, dass ich noch viel dazulernen kann, um das dann auch abzulichten, was ich sehe. Aber ich finde es auf jeden Fall ein guter Anfang. Ich finde es eigentlich super. Also ich bin da jetzt nicht, sage ich mal, emotional damit verbunden wie du, weil du vor dem Motiv stand. Ich finde es eigentlich vom Aufbau gut. Joyce kann das in Ruhe perfektionieren. Bei der Analogfotografie zählt vor allem Zeit. Und genau die will man sich ja nehmen.